Hallo, liebe Deutschlerner! Falls du Deutsch lernen möchtest, dann besuche AuthenticGermanLearning.com. Dies ist ein Video in einer Serie, die ich mache, wo ich ein Computerspiel spiele. Falls dich das nicht interessiert, ist das nicht schlimm. Besuche einfach AuthenticGermanLearning.com und dann kannst du dort Deutsch lernen. Wir machen weiter mit Dorlaks Turm. Wir sind in Dorlaks Turm und hier sind ein paar Steingolems. Wir sind hier gefangen praktisch. Wir müssen dieses Rätsel lösen. Eine andere Möglichkeit scheint es nicht zu geben. Denn das ist jetzt auch mein letzter Spielstand. Also wir haben ein Rätsel gelöst und jetzt sind wir im nächsten Bereich. So gut wie erledigt. Mit mir kam es zu Ende. Sprecht nun von meinen Schwierigkeiten, um mir zu zeigen, dass ihr etwas gelernt habt. Woher kam mein Schmerz? Wo traf mich mein Schmerz? Wo nistete sich mein Schmerz ein? Wo lebt mein Schmerz in mir? Sprecht und stellt unter Beweis, dass ihr versteht. Ja, wir könnten diese Rätsel besser lösen, wenn wir uns ein bisschen mit Dorlaks Geschichte auseinandergesetzt hätten. Glaube ich. Von Osten kam er, dann von Süden. Der Westen hatte ihn als nächstes und nun ruht er im Norden. Ich habe keine Ahnung. Also gibt es etwas, was wir wissen über Dorlaks Turm? Namens Bayet? Nein. Wir wissen nichts über Dorlak. Wir werden einfach mal probieren. Eins ist falsch. So gut wie erledigt. Zwei ist auch falsch. Das dürfte nie so schwer sein. Drei ist auch falsch. Nein, nicht falsch. Ha! Oh! Okay, wir haben erfolgreich der Statue geantwortet und jetzt sind wir wieder hier zurück. Das ist ja interessant. Ich hatte gedacht, wir kommen zur nächsten Ebene, aber anscheinend gehen wir nur hier hin. Auch gut. Dann marschieren wir mal hier hin und ich glaube, das haben wir jetzt, jetzt können wir in diesen Bereich. So schwer sein. Ja, hier waren ganz viele Fallen und denn ich verschwinde jetzt. Die sind jetzt weg, weil wir die mit dieser Maschine hier entschärft haben. Mit dieser Maschine haben wir die Fallen entschärft. So gut wie erledigt. Bist du noch? Hier lang. Hoffentlich nicht allzu viele Fallen. So gut wie erledigt. Sag doch, Falle. Jetzt findet sie auch mal die Falle. Sie hat die Falle entschärft. Das ist gut. So gut wie erledigt. Noch eine Falle. Denn ich verschwinde jetzt. Und sie hat die Falle auch entschärft. Ich hab Besuch davon. Ich habe schon gesehen, wir haben hier richtig coole, wir scheinen hier richtig coole Gegenstände gefunden zu haben. Pellan Schild plus 2. Rüstungsklasse Bonus minus 3. Zusätzlich noch 1 gegen Geschosswaffen. Wow, und damit bin ich noch besser, ja? Minus 11 bin ich jetzt. Also richtig gut geschützt. Dieses Schild gibt mir gar keinen Malus mehr auf dem Zauber. Das ist gut. Dann kann ich das hier auch hier reinmachen. Gut, so. Wir haben ganz viele Edelsteine. Interessieren uns jetzt nicht wirklich, was das für Edelsteine sind. Das, also,
Außer der, das ist ein guter Gegenstand. Das ist sehr teuer. Diese Art von Gegenstand, die ich da gefunden habe. Und wir haben auch eine Schleuder gefunden, darauf freue ich mich. Also, was ist das für eine Schleuder? Ups. Ich habe gar keine Zauber mehr übrig. Schädelmalma. Wir haben einen Streitkolben plus 2. Nicht schlecht. Ich habe zwar jetzt eine bessere Waffe. Lederrüstung. Müssen wir auch noch erst identifizieren. Und dann wieder unsere beiden. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Ah, hier wollen wir weiter. Von hier sind wir gekommen. Werden wir mal gucken, ob wir auch wieder dahin raus können. Ansonsten haben wir ja alles erforscht. Wir haben hier alles erforscht. Da alles erforscht. Jetzt müssten wir eventuell hier hoch oder noch ein paar Mal zur Statue. Ah ja. Das ist der Bereich mit dem Schachfeld. Das stimmt. Das habe ich fast vergessen. So, dann probiere ich jetzt einfach mal nochmal zur Statue zu gehen und dann immer versuchen, alles richtig zu beantworten. Ich weiß zwar nicht so viel über Dolaks Geschichte, aber hey. Dolak kennt die Strafe, die einen erwartet, spricht man erneut mit dem Wächter. Ihr seid nicht er. Ah, okay. Aber selbstverständlich. Ich darf nur einmal mit der Statue sprechen. Ansonsten werde ich anscheinend bestraft. So, dann ist jetzt das Rätsel, wie ich hier weitermachen kann. Denn das war ja ein... Du bist ja ein komischer Kauz. Eine Tür, die... So gut wie erledigt. Die man nicht einfach so, knacken kann. Ich hab genug davon. So, mal mit Dolak sprechen. Erledigt. Ihr habt den Raum gefunden, der euch den Weg weist. Aber ihr seid noch nicht fertig. Der Weg ist euch noch nicht klar. Versteht die Pfade, die Fortführung von hier. Und ihr werdet zurückkehren. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Genau, der Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, ist nicht mit einem herkömmlichen Schloss gesichert. Vermutlich gegen einfache Zauber gesichert. Es dürfte nie so schwer sein. Okay. Da war ich schon. Da. Hier oben. Was habe ich für Gegenstände? Coole Gegenstände. Richtig gute Gegenstände. Die werde ich auch bei Gelegenheit benutzen. Dalas Axt. Verstaubtes Buch. Wir haben ganz viele verstaubte Bücher. Das ist die Frage, ob wir die verstaubten Bücher irgendwie noch verwenden müssen. Ich glaube ja nicht, aber man kann ja nie wissen. Alle möglichen Tränke gibt es hier. Zeit fürs Internet. Internet weiß immer Bescheid. Ich versuche natürlich nicht so oft im Internet zu schauen. Aber ab und zu scheint es keine andere Wahl zu geben. Dolak Tower Walkthrough. Was sagen die? Also, wir sind jetzt im Keller. So, wir sind jetzt im zweiten Level, glaube ich, ja.
Nein, wir sind im. Doch, wir sind im zweiten Level. Ach so. Eventuell muss ich einfach wieder zurückgehen. Ja, Basement Level. Aha. Also Bone Watson, Spider Chamber, Demon Knight. We have the compass. After taking talking to Carl's ghost, go up to Northeast Garage. Hidden door of a cafe or something. Okay. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber ich werde erstmal versuchen zurückzukehren, denn es kann sein, dass ich etwas nicht getan habe, dass ich etwas verpasst habe. Und jetzt muss ich zurückgehen und So gut wie erledigt. die Dinge Dürfte nie so schwer sein. So gut wie erledigt. Erledigen, die ich nicht erledigt habe. So gut wie erledigt. Aber selbstverständlich. Aber Selbstverständlich. selbstverständlich. Ach, der Typ ist weg. Der hat jetzt anscheinend genug vom Warten. So gut wie erledigt. Speichern. Speichern wir mal neu. Um nämlich das hier mal zu speichern. Vielleicht machen wir das mal in M2 speichern und dann laden wir M4. So, und jetzt können wir ohne Probleme wieder Aber schnell speichern, selbstverständlich. ohne falls wir doch nicht zurückkommen. Aber ich denke, wir kommen so oder so zurück. Wie? Wo ging es weiter? Da waren wir durch, da waren wir durch. Hier, da. Ah, hier nach unten. Genau, dann sind wir hier nach unten gegangen. Dann haben wir hier alles erforscht und sind So dann gut hier wie nach unten erledigt. gegangen. Denn hier war nichts. Ups. Da müssten wir. Puh. Da lang. Da sind jetzt die ganzen Ich Türen hab wieder genug verschlossen. davon. So gut wie erledigt. Dürfte nie so schwer sein. Ah, ne, hier können wir hin. Dürfte nie so schwer sein. Ah, Furnable, mein Sohn. Tausch deinen Bogen gegen eine Flöte und spiel etwas Trauriges für deinen Vater. Ich bitte dich. Okay.
Warum zögerst du, mein Kind? Hinter diesem Bart versteckt sich das Gesicht deines Vaters. Ich glaube, der wird mich gleich angreifen, der Typ. Ah, Feuer über deinen Vater, Zwergling. Bringt mich nicht zum Lachen. Au. Jetzt gibt's gleich Mächtschäse auf der Rebe. Okay, wir haben ihn besiegt. Damit haben wir zumindest was freigeschaltet, was wir beim letzten Mal nicht freigeschaltet haben. Und zwar diesen Teil. Frage ist, wie kommen wir hier wieder zurück? Okay, bringt mir jetzt nichts. Denn ich verschwinde jetzt. Aber selbstverständlich! Ja, toll. Du bist ja ein komischer Kauz. Hier lang! So gut wie erledigt. Ich hab genug davon. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Aha. Endlich. Das ist hier schon nicht ganz einfach. Muss ich hin, hier unten hin. Das habe ich schon erforscht alles. Was wollt ihr? Aber selbstverständlich! Ich hab genug davon! Ha, ich hab sie entschärft. Aber selbstverständlich! Wo geht's jetzt lang? Ich bin jetzt ein bisschen besser geworden. Insofern kann sie jetzt endlich Fallen entschärfen, die vorher unmöglich schienen. Das dürfte nie so schwer sein. Ja, da geht's nicht weiter. Ach ja, dieser schöne Raum. Denn ich verschwinde jetzt. Ja, so gut wie erledigt. Ich glaube, mich hat es schlimmer erwischt, als ich dachte. So, wir schützen uns mal vor Feuer und dann können wir hier hingehen. Dürfte nie so schwer sein. Ha! Wir sind immun. So. Was finden wir hier? Wenn ihr weiter in diesen Raum hineinwandert, trefft ihr auf die einzigen lebenden Geschöpfe, die es noch im Bestarium gibt. Diese geflügelten Bestien leben dort schon seit Jahrhunderten, verändert durch alte und starke Magie. Bisher hat niemand sie besiegen können. Ha, ich mag eine Herausforderung. Entscheidet ihr euch jedoch dazu, diese fürchterlichen Bestien zu bekämpfen, ist Hilfe zur Hand. Jede dieser Statuen hinter mir beherbergt den verdammten Körper eines armen Helden. Wenn ihr den Knopf unten am Sockel einer Statue betätigt, befreit ihr den alten Helden. Er wird durch einen Zauber gezwungen, euch eine kurze Zeit zu dienen. Aber nach Ablauf dieser Zeit wird er Rache an dem nehmen, der es wagte, ihn zu befehlen.
Weiter kann ich dazu nicht sagen. Nun auf Wiedersehen. Das ist doch cool. Status des Kriegers Morda. Da. Halt die Klappe. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Ich bin Tanor. Lasst uns nicht wertvolle Zeit mit der Begrüßung vergeuden. Zeigt mir lieber, was getötet werden soll, damit ich meine Axt darauf tanzen lassen kann. Eine Sirenenkriegerin? Ein Ogerkrieger? Ich bin Hack. Ich feine Zermalmen. Denn ich verschwinde jetzt. Kann ich den auch? Habe ich den schon? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nicht ohne zu denken, Dreckskerl. 1, 2. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So gut wie erledigt. 7. So, die Frage ist, ob ich das überleben werde, wenn die aufwachen hier. Dürfte nie so schwer sein. Vielleicht hätte ich die mal gleich vorschicken sollen. Die können ja schon selber mit denen fertig werden. Aber selbstverständlich. Ah, natürlich. Geht's wieder so gut wie Stufenaufstieg. Ich glaube, mich als schlimmer Wirt Aua. Dürfte nie so schwer sein. Ja? Dürfte nie so schwer sein. Ach, sie ist... sie hat doch... Ich hab genug davon. Dürfte nie so schwer sein. Sind immer noch zu 8. Aha. So. Dürfte nie so schwer sein. Ich hab genug davon. So, was wir machen können ist. Ah, können wir nicht. Doch. Dürfte nie so schwer sein. Können sie aussperren. Ha. So, Tanor, dem Todener. Der ist nicht dem Morlock, dem Todener? Okay. Er ist unverletzt. Jetzt gibt's gleich echt Schäden auf der Rübe. So gut wie erledigt. Okay, ich bin verwundbar. Ist ja ein komischer Kauz. Ja. So, alle mal angreifen. Hack stirbt. Okay, 2000 gewonnen. Aber wir haben... Dürfte nie so schwer. Ja. Machen wir das mal so. Erstmal den... Dann den. Aber selbstverständlich. So, dann den. Handle nicht.
nicht ohne zu denken, Dummkopf. Und was jetzt? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Wo geht's jetzt lang? Jetzt gibt's Kleimächtschänse auf der Rübe. Aha. Das haben wir doch mal reiche Beute. Langschritt plus 1. Kinder schon. Prokanisch. Das wollen wir immer haben. Schön prokanisch. So. So gut wie erledigt. Jetzt hat sie wieder genommen. Verstaubtes Buch. Ich kann auch nicht wirklich viel tragen, die gute Immaun. So. Damit haben wir das alles gut verstaut. Jetzt können wir rasten. Oder gab es hier noch was? Nee, nicht, dass ich wüsste. Es gibt hier ein riesiges Skelett, das ist wahnsinnig cool. Richtig cool. Die haben wir alle beschworen. So, jetzt wird gerastet. 16 Stunden geruht. Und jetzt können wir diese Dinge identifizieren. Und die Rüstung natürlich. Ah, da ist Drachenbahn, plus 3. Das ist meine neue Schleuder. ETW 0 Bonus, minus 3. Schadensbonus. Richtig cool. So, wenn ich das nehme, dann ist mein ETW 0 um 2 besser, Schaden um 2 besser. Geil. Ha. Aber meine Nahkampfwaffe ist ein kleines bisschen besser. So, was ist das? Kaias Leben und Tod. Oh, Malus auf Geschoss und Stichwaffen. Würde Immaun auch nicht helfen. Und sie braucht auch nicht mehr lange, aber ich bin Magier Stufe 8. Okay. Im dritten und vierten Grad ist ein neuer Zauber. Das ist cool. Noch ein Feuerball. Oder noch einmal beschleunigen. Machen wir mal beschleunigen rein. Hier auch noch eins. Seelenrüstung. Ich könnte theoretisch eine Seelenrüstung herbeizaubern. Müsste ich aufpassen, dass ich nicht dadurch sterbe. Selbstverwandlung. Fortbewegungsarten der neuen Gestalt. Ich könnte mich in ein Tier verwandeln. Grünschleim kann Gegner vergiften oder verlangsamen. Schieben. Spinne verursacht Giftschaden. Gestalt eines Braunbären, Schwarzbären oder eines Wolfes. Cool. Oder Monster herbeirufen 2. Machen wir mal das. Dann können wir richtig coole Monster herbeischwören. 5 haben wir schon ein paar gelernt, aber die können wir noch nicht blocken. Kein Platz hier. Geilo. Kämpfer, Kleriker erreichen wir auch in gar nicht mehr so langer Zeit. So, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir zum nächsten Level? Ja. Was war das? Hier waren wir schon, da. Ich hab genug davon. Und was jetzt?
So gut wie erledigt. Ah. Okay, so gut wie erledigt. Na, das löst diese Frage. Wie wir zurückkommen. Vielleicht kann ich mal ein bisschen reinzoomen, damit wir auch mal ein bisschen mehr sehen. Dürfte nie so schwer sein. Ja? So gut wie erledigt. Denn ich verschwinde jetzt. Und was jetzt? So gut wie erledigt. Mit der Statue darf ich nicht ein zweites Mal sprechen. Hier lassen sie mich aus irgendeinem Grund nicht rein. So gut wie erledigt. Er sagt nur irgendwas Kryptisches. Ihr habt den Raum gefunden, der euch den Weg weist, aber ihr seid noch nicht fertig. Der Weg ist euch noch nicht klar. Versteht die Pfade, die fortführen von hier und ihr werdet zurückkehren. Ich habe den Raum gefunden, aber der Weg ist noch nicht klar. Puh, tja. Raum gefunden, aber der Weg ist noch nicht klar. Den kann ich nicht nochmal sprechen. Hier kann ich nicht rein. Ich habe genug davon. Okay, nochmal nachschauen. Jetzt haben wir zumindest die Dinge erledigt, die wir erledigen konnten. Full sized image. Okay. Nee, nicht da. Also. Brumm, 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 brumm. Wir sind schon beinahe fertig. So, wir sind Level 4. Wir sind im letzten Level. Claire Delan. Claire. Wir müssen zu Claire Delan. Speak to Durlak once. You have been to the compass room 3 times. Okay, ich muss zum Compass. Compass Room. Okay. Open the further corridor. Talk to the stone golem. So nothing's gonna equal the 4 questions. Game to game. The answer for sure. Okay, ich stelle die Kopf. Again. Turn the pain. Wenn ich hier mit der Tür öffne, ja. Enter the room, protect the room, go to the next. Change your safe bed across the cup in the previous room, return to the room. In a W bed-like structure. Ah, okay. Click on the W. Ah, okay. Hier gibt es anscheinend ein paar Dinge, die man einfach anklicken muss. Und dann wird man zum Kompassraum teleportiert. Aha, jetzt bin ich wieder hier. Dem habe ich ja schon mal gesprochen. Okay. Mein Vater zog umher wie ich und sah in seinem... Also mein Vater zog wie ich umher und sah in seinen Lebzeiten viel von der Welt. Man hatte vor ihm Respekt, aber er hatte kein Heim. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Ja, nun. Er starb ganz für sich in einem fernen Land ohne irgendwelche verwandten Zwerge um sich. Das wird mir nicht passieren. So weit folge ich ihm dann doch nicht in seinen Fußstapfen. Ich wollte nicht Durlak der Clanlose sein. Genau, das war seine Mission. Er wollte nicht Durlak der Clanlose sein. Dafür fürchtete ich mich.
verfolgt die Spur dieser Furcht und zeigt mir, dass ihr etwas gelernt habt. Es begann mit euch und eurem Verlangen nach einem Heim. Sie wuchs mit eurem Clan, da ihr befürchtet, die anderen zu verlieren. Sie zeigte sich anhand der Eindringlinge, die kamen, aber ihr hattet ihr Kommen bereits geahnt. Es wurde euer Heim, in dem ihr euch sicher fühltet. Ja. So gut wie erledigt. So, dann haben wir zwei. Jetzt müssen wir noch zwei weitere finden. Also mit dem sind wir einmal zum Kompassraum gekommen. Mit diesem Ding sind wir einmal zum Kompassraum gegangen. Wo können wir noch? Ah, hier können wir raufklicken. Das habe ich auch nicht gesehen. Und da muss irgendwo noch ein Bett sein, wo wir raufklicken können. Wo geht's jetzt lang? Ich hab genug davon. Tö. Aber selbstverständlich. Du bist hier lang. Dürfte nie so schwer sein. Dürfte nie so schwer sein. So. Aber selbstverständlich. So, wir haben einen Steingolem. Niemand warnte uns, aber es hätte auch nichts genützt. Wir hatten gar keinen Grund, uns auf schlechte Zeiten vorzubereiten. Denn schlechte Zeiten würde es niemals geben. Das wurde uns versichert und daran glaubten wir. Der große Trolltöter war unser treusorgender Vater und er würde uns auch beschützen. Wir legten unsere Schwerter nieder, um das Leben so zu leben, wie wir es uns immer gewünscht hatten. Wir lebten zusammen wie eine große Familie. Misstrauen war was für Außenstehende. Wächter und Waffen waren für Kriegszeiten. Niemand warnte uns, aber es hätte auch nichts genützt. Wir fertigten das, was uns aufgetragen wurde. Wir richteten diesen Ort so her, dass er gegen jeden Eindringling geschützt war. Wir versahen jedes Stückchen jeder Treppe mit Fallen und es war sicher, dass jeder, der eintrat, sein Leben ließ. Über die Zeit haben wir viele getötet, auch wenn das gar nicht unsere Absicht war. Wir taten all dies nur, damit sich die Vergangenheit nicht wiederholte. Aber die Herausforderungen beweisen, dass sie sich wiederholen wird. Einen Berg erklimmen, einen Fluss überqueren, aus dem einfachen Grund, dass sie da sind, werden sie kommen. Wir fertigten das, was uns aufgetragen wurde. Wir kamen, um zu töten, aber nicht... das sind jetzt die Außenseiter. Wir kamen, um zu töten, aber nicht ohne Grund. Wir waren schon früher hier, genauso wie die Tentakel. Ihr unterirdisches Reich lag nahe bei und der Turm störte sie bei ihrer Ausdehnung. Außerdem war die Verlockung zu groß, um sie durch die Lappen gehen zu lassen. Die Zwerge hielten nicht einmal ihren Reichtum geheim, taten nichts gegen die Gerüchte von Goldbergen. Die Eindringlinge kamen und kommen immer noch, aber nicht ohne Einladung. Wir kamen, um zu töten, aber nicht ohne Grund. Dies ist das Ende aller Dinge. Hier stand ich und schlug sie einen nach dem anderen nieder. Meine Familie und mein Clan mit ihren falschen Gesichtern, sie ließen allen Schein fallen und erhoben ihre Waffen gegen mich. Ich habe sie bis auf den letzten bekämpft, tötete die Gestaltwandler, die ihnen ihre Formen genommen hatten. Ich verfluchte sie dafür, dass sie meinen Traum zerstört hatten, aber sie waren gar nicht das wirklich Böse. Das wirklich Böse konnte mein Volk
nicht vor dieser Täuschung bewahren. Das wirklich Böse versteckte sich vor dem Leben angesichts dieser Tragödie. Schuld hat das wirklich Böse. Dies ist das Ende aller Dinge. Antwortet, wem die Schuld zuzuweisen ist. Die Schuld ist den Eindringlingen zuzuschreiben, das anscheinend nicht, hat er mir selbst gesagt. Die Handwerker ermutigten euch und stachelten euch an. Die Schuld beginnt bei den Eindringlingen, aber sie griffen aus gutem Grund an. Ihr könnt auch euren Clan beschuldigen, aber er befand sich unter dem Schutz eures Selbstvertrauens. Die Handwerker taten nur ihre Arbeit. In euren Augen seid ihr derjenige, der die Schuld an dem trägt, was vorgefallen ist. Ihr habt es verstanden. Vielleicht werdet ihr sogar das überleben, was ich nicht überlebte. Aber selbstverständlich! Jetzt müssen wir nur noch ein einziges Rätsel lösen. Hier etwas. Was können wir noch tun? Irgendwo, da waren wir schon. Das haben wir gemacht. Hier ist nichts. Da haben wir diesen einen Typen besiegt. Können wir da noch was tun? Hier? Nein. Wo könnte das denn sein? Eins, zwei. Fiesbeutel. Da haben wir haben das Bett besucht, wir haben den Golem besucht, wir haben die Falle entschärft. Mal gucken, also. After talking with Golok's ghost, northeast corner, go to the hidden door. Find Grail, a ghoul. Come and take the compass word stone. To move forward, click on the throne room. Okay, das hatten wir, compass room. Return to the room, click on the W bed like structure. Okay, you will too. Okay, speak to Dolak once you have been to the comms room 3 times. Ah, okay, and jetzt mit Dolak. Mit Dolak selbst sprechen. Der wird uns jetzt, glaube ich, nochmal dahin führen. Oder nicht? Ihr werdet diesen Ort überleben. Ihr versteht, was den Hass schuf. Die Furcht. Nun müsst ihr verhindern, dass es schlimmer wird. Ein Wesen unten, mächtig über alle Maßen, müsst ihr aus dem Weg schaffen. Oder es wird diesen Ort sein eigen nennen. Solch eine Festung, unzugänglich, wenn in seinem Bild erneuert. Wo es bekämpfbares Übel gibt, werde ich es ausrotten. Es wird immer Böses zu bekämpfen geben, innen und außen. Tut, wie es euch beliebt. Der Weg ist frei. Folgt mir. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich bin schneller als du, Dolak. Er sagt, folgt mir, aber er folgt jetzt mir, weil ich viel schneller bin und genau weiß, wohin er will.
Genau. Hierhin nämlich. Bleibt, wo ihr seid. Mein Bogen ist auf euren Hals gerichtet. Und ihr kommt nicht lebend an mich heran. Beruhigt euch. Ich bin euer Freund. Wer seid ihr? Wer ich bin? Ich bin eine dumme Gans, die dachte, sie könnte diesen Turm einnehmen, wie ein albernes Kobold-Labyrinth. Ihr seid also auch so ein Irrer? Macht lieber gleich euer Testament, wenn ihr vorhabt, hier zu bleiben. Meine Begleiter sind noch ein Stück weiter vorgedrungen, während ich mich hier von einem Schlag auf den Kopf erhole. Tot sind sie, alle, und wir sind auch bald dran. Man nennt mich Claire Delane, und ich sollte schon längst unter der Erde sein. Und was ist geschehen? Ich sah Spuren eurer Gruppe. Ihr müsst geschickt genug gewesen sein, so weit zu kommen. Wir waren weder schwach noch feige. Unerfahrenheit und Dummheit haben uns zu Fall gebracht. Sie gingen voraus, während ich mich einen Moment ausruhte, und ich hörte sie sterben. Ich hätte so junge Burschen nicht an einen solchen Ort bringen dürfen. Sie waren zu allem bereit, aber sie sahen die Gefahren nicht. Wir können Fallen entschärfen und einfache Monster umbringen, aber das wahrhaft Böse, ich hätte sie nicht hierher bringen dürfen. Vielleicht sind sie nicht alle verloren. Ihr solltet die Hoffnung nicht so schnell aufgeben. Hoffnung? Die verlor ich schon, als ich ihre Schreie hörte und wusste, dass ich nichts tun konnte. Ich wagte mich nicht einmal an das nächste Geschöpf. Habt ihr nichts gesehen oder gehört? Das Schlimmste ist, dass sie selbst nicht mal den kleinen Finger rühren. Meine Freunde bekämpften sich selbst oder Monster, die so aussahen wie sie. Ich nehme an, das war passend in Anbetracht der Geschichte dieses Ortes. Aber sprecht mir nicht von Hoffnung. Meine Freunde sind tot. Was ist mit euren Begleitern geschehen? Wir waren weder schwach noch feige. Okay, das hat sie schon gesagt. Vielleicht seid ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Aber ich bin ja auch noch hier. Wenn sie am Leben sind, kann ich sie vielleicht retten. Ihr wisst nicht, was euch erwartet? Es ist ein Dämonenritter. Ein Dämonenritter! So ein Wesen ist so furchtbar wie selten. Ganz allein könnte es euch alle zerstören. Aber das tut es nur, wenn es beschließt, dass es den Aufwand lohnt. Meine Freunde gingen gegen es an, als ob es ein klappriges Skelett wäre. Und es lachte sie aus. Es machte sich nicht einmal die Mühe, sein Schwert zu heben. Es wird wissen, dass ich eine Bedrohung bin. Ich werde seinen Respekt erzwingen. Über diese Bemerkung muss ja selbst ich lachen. Da könnt ihr nur beten, dass es euch auch so lustig findet. Ihr wisst es einfach nicht. Durch welche starke Magie war es ihm möglich, eure Freunde so einfach zu besiegen? Ich habe von solchen Dingen gehört, aber ich dachte nicht, dass ich so etwas je sehen müsste. Die Kreatur hat auch noch damit angegeben, dieser blasierte Bastard. Es hat einen Spiegel des Gegensatzes oder sowas in der Richtung. Alle, die hineinsehen, werden verdoppelt und müssen gegen sich selbst kämpfen. Wenn sie verlieren, sterben sie. Gewinnen sie, haben sie immer noch ihr Ebenbild getötet. Ich habe gehört, dass das manche Leute in den Wahnsinn treibt. Aber ich dachte nie, es besteht eine kleine Chance, aber ich würde es dort drin keine Sekunde aushalten. Und was ist diese kleine Chance, die ihr erwähnt habt? Ihr hattet doch vorher gesagt, dass ihr mir nicht, dass ihr nicht glaubt, das Wesen könne besiegt werden. Ich hatte ein wenig Zeit zum Nachdenken. Ich kann weder vor noch zurück. Das Wesen dort drinnen weiß vielleicht sogar, dass ich hier draußen bin. Ich glaube nicht, dass es ihm etwas ausmacht. Aber etwas, was es gesagt hat, machte mich nachdenklich. Der Spiegel des Gegensatzes
muss sehr mächtig sein. Vielleicht ist er mächtig genug, dasselbe mit dem Dämonenritter zu tun. Nach den Legenden, die ich hörte, haben sie Widerstandskräfte. Aber wer weiß das schon, wenn es sich um Magie handelt. Die Regeln sind nicht immer in Stein gemeißelt. Ihr meint, ich solle den Spiegel finden und ihm selbst vorhalten? Es hört sich zu einfach an. Ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so einfach an den Spiegel herankommt. Und selbst wenn, ihr könnt ihm dann ebenfalls ausgesetzt werden. Ich konnte einen Blick in den Raum werfen, aber er sah nicht so sehr groß aus. Jeder im Raum kann ihm zum Opfer fallen. Naja, wer nichts wagt, kann auch nichts gewinnen. Timora, steh mir bei, ich versuch's. Na, dann viel Glück, ich gehe da nicht rein. Ich kann nicht. Ich hab genug davon. Es dürfte nie so schwer sein. Umhang des Schildes. Minus 5 gegen Schusswaffen, minus 1 gegen Nahkampfwaffen. Aber man muss es aktivieren. Es hat nur eine bestimmte Anzahl von Ladungen. Okay, wir gehen mal erstmal ganz naiv rein. Das muss nie so schwer sein. So gut wie erledigt. Die Spinne sagt zur Fliege, willkommen in meinem Heim. Ihr seid zum Sterben gekommen, davon bin ich überzeugt. Euer kleiner Angriff im oberen Geschoss konnte uns nicht aufhalten. Wir sind hier, um euch zu erledigen. Im oberen Geschoss? Ich hatte euch nicht wiedererkannt. Ihr seid alle wie Insekten. Ihr seid es nicht wert, dass ich mehr Gedanken an euch verschwende als an diese Belger da hinten. Kinder, die dort spielen, wo sie es nicht sollten. Der Tod ist willkommen, wenn sie ihre Leben verwirken. Sie haben ihren Zweck erfüllt, genau wie ihr. Das sind Kinder, die es nicht besser wissen. Jetzt steht euch ein ernstzunehmender Gegner gegenüber. Sie waren meines Schwertes nicht würdig. Mit Hilfe eines einfachen Klunkers habe ich sie selbst zerstört. Sie sollten mir dankbar sein, dass ich ihnen erlaubt habe, durch ihre eigene Hand zu sterben und ich sie nicht wie Insekten umgebracht habe. Einer lebt noch. Vielleicht sollte ich ihn nach den alten Ritualen töten und einen richtigen Lakaien aus ihm machen. Er wird seine nutzlosen Begleiter als Untoter überleben. Ihr Alter ist euer Alter, das Alter aller Sterblichen. Es ist irrelevant. Ihr kennt wahres Alter nicht und könnt es auch nicht kennen, bis ihr einen Drachen oder eine Elfe überlebt habt oder eine Legende. Der Tod kann ewiger Schlaf oder ewiges Leben sein. Ihr werdet den Schlaf antreten und ich werde immer noch leben. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Ich suche mir den Turm als befestigtes und sicheres Lager aus. Ihr wart so dumm und mir zu diensten, indem ihr ihn für mich von Fallen gesäubert habt. Die Verrücktheit von Durlak hat mir ein schönes Heim gebaut und ihr habt mir die Fußböden geschrubbt. Hochmütiger Trottel, jetzt habt ihr preisgegeben, dass ihr diesen Ort als Lager benötigt. Was habt ihr vor? Ihr wollt doch nicht, dass ich es aus euch herausprügele. Ihr mögt fragen, so viel ihr wollt, aber ihr werdet vergeblich auf Antworten warten. Sterben werdet ihr. Aber ich weiß wohl, dass die Toten nicht so schweigsam sind, wie sie sein sollten. Doch das könnt ihr nicht verstehen. Der Tod ist eure einzige Option. Ich werde euch eigenhändig mit meinem Schwert enthaupten. Ihr habt mir gute Dienste geleistet und verdient diese Ehre. Das ist Dalton.
mich als schlimmer erwischt, als ich dachte. Okay. So gut wie erledigt. Denn ich verschwinde jetzt. Es dürfte nie so schwer sein. Ich muss hier weg. Wer? Nein, bleibt wo ihr seid. Bleibt wo ihr seid. Ich dir dann ein, wie töricht es war, mich herauszufordern. Du bist ja, ich hab genug davon. Aber selbstverständlich. Denn ich verschwinde jetzt. So gut wie erledigt. Was passiert, wenn ich diesen... Ah, ich hab den Spiegel kaputt gemacht. Dummer Sterblicher, ihr habt uns alle den verderblichen Wirkungen des Spiegels ausgesetzt. Er ist gesprungen und funktioniert nicht mehr richtig. Ihr werdet lange Qualen leiden vor eurem Tode. Spiegelscheusal. Okay, also. Wow. Holy moly. 15.000, wenn ich den Typen besiege. Also, was sind meine Optionen? Meine Optionen sind entweder... Ich wollte hier continue by uncovering his magic. Enter the room and attack the mirror next to Demon Knight as soon as possible. The mirror will duplicate everyone in its gaze, creating mirror fiends. The duplicates of your party will attack your party, whereas the duplicate of the Demon Knight will attack him. For the most experience, you should ensure you kill the real Demon Knight first. Pair your party with enhancement, consider a mix of ranged and melee attacks. Wanted the Demon Knight may strip characters of their enchantments with his spells. After slaying the Demon Knight, take the soul, take a dagger from his body and talk to Darton. Blah, blah, blah. Okay, also Walkthrough sagt, so gut wie erledigt. Ich soll mal der Walkthrough sagt, ich soll versuchen, ihn zu Schutz vor Bösen. Sorry, jetzt bin ich ganz abgelenkt. Sprühende Farben. Gut. Also der Walkthrough sagt, ich soll den Spiegel kaputt machen. Mal schauen, was dann passiert. Nicht bannen. Schutz vor Bösen, zwei Runden pro Stufe. Okay, Monster herbeirufen. Verheilzauber. Furcht bannen. Brauche ich, glaube ich, nicht. Rüstung des Glaubens. Machen wir das mal auch. Schutz vor Bösen haben wir schon. Stille. Wir werden mal Stille zaubern. Das wird so oder so nicht viel bringen. Okay. Statt zweimal das Ding können wir tot überleben. Und statt diesem Ding können wir auch Tiere beschwören. Da haben wir sehr viele Tiere auf unserer Seite.
Sehr viele beschworene Wesen. Sie kann meine Falle bauen. So, sie hat zwei Fallen gestellt. Dann gehe ich mal Reihe nach alles durch, was ich so an Zaubersprüchen habe. Schutz vor Bösen. Jetzt wird mächtig was beschworen. Jetzt werde ich mal er wird jetzt erfahren, was wie mächtig ich sein kann. Niemand wird es wagen, sich mir in den Weg zu stellen. So, dann wird noch gebufft und hoffentlich endet nicht die Oh. Okay, jetzt fangen wir an. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Es geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Das dürfte nie so schwer sein. Hat Zweck erfüllt? Ich habe nichts für euch getan. Und was jetzt? Wo geht's jetzt lang? Das ist ja schnell gestorben. Das Dämonenritter, okay, der will ihn zerstören. Magie bannen. Kampfwunsch, Dämonenritter, erleidet Schaden. Ich
Spiegelser, Dämonenritter. Seite 22 da, Dämonenritter. Campo stirbt. Dämonenritter stirbt. Okay. Spiegelscheusal stirbt. Sorry, aber wo habe ich hier jemals Erfahrungspunkte bekommen für meine Tötung? Ich hab genug davon. Dämon erleidet den Spiegelscheusal. Okay, also. Das Problem ist, dass ich das Spiegelscheusal töten muss. Vielleicht kann ich ja erstmal auf ihn losgehen und dann erst den Spiegel kaputt machen. Wenn alle. Oh, okay. Also die. Okay, also, Problem. So gut wie erledigt. Schnell töten. Aha, ich habe ihn besiegt. 15.000, wow. Ich bin zu Glück. Was ist mit Spiegelscheusal? Ah, das existiert noch. Das muss ja echt... Wow, okay, sie ist wirklich schon bald 11, also... Ja, 15.000, wow. So, jetzt noch das Scheißer jetzt besiegen. Gut. So, was haben wir denn hier? Verhinder? Okay, nicht spektakulär. Aber wir haben Seelenräuberdolch. 1W4 Stich. Dolch wiegt schwer in eurer Hand und fühlt sich warm an. Schon das Bewusstsein, ihn bei euch zu tragen, ist genug, dass ihr euch irgendwie unbehaglich fühlt. Der Edelstein im Griff scheint von innen heraus zu leuchten. Auch wenn ihr keine Ahnung habt, wie er gleichzeitig leuchtend im Innersten so abgrundtief schwarz sein kann. Langschild plus 1. Okay, das hilft mir nicht. Ritterstab. Helm der Gesinnungsumkehr. Die Gesinnung des Trägers wird umgekehrt. Oh yeah. Also, wenn ich jetzt
diesen Helm aufsetze. Jetzt, ich bin chaotisch gut und jetzt setze ich den Helm auf. Verflucht. Jetzt bin ich rechtschaffend böse. Okay, also wenn ich rechtschaffend böse sein möchte, dann lege ich einfach diesen Helm an. So, aber das möchte ich natürlich nicht machen. Jetzt reden wir mal mit dem anderen Amper. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Nein, wer? Nein, bleibt wo ihr seid, bleibt wo ihr seid. Beruhigt euch doch, Junge, wir sind gekommen, um dir zu helfen. Ich glaub's nicht, aber hier tut weh, alles, ihr auch. Nein, Junge, ich bin hier, um dir zu helfen. Nichts und niemand wird dir jetzt etwas tun. Ihr werdet mir nicht wehtun, ihr seid meine Rettung, den Göttern sei gedankt. Ja, mein Junge, beruhige dich. Wir trafen eine Begleiterin von dir und die erzählte uns von deinem Unglück. Du solltest jetzt gehen. Der Weg ist ziemlich frei und du müsstest sicher durchkommen. Muss los, muss jetzt los. Ah! Er wird zwar überlegen, aber bestimmt einige dauerhaften Schäden hinter sich. Dolax-Turm. Die Quest weg. Ah, hier, Daltes Retten. Er wird zwar überlegen, aber bestimmt einige dauerhafte Schäden zurückbehalten. Er musste sein eigenes Ebenbild umbringen und war selbst dem Tode nah. Aber er ist jung. Er wird es überstehen. Es geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. So gut wie erledigt. So. Dann bin ich fertig. Ihr habt's geschafft. Dalton kam so schnell herausgeschossen, so schnell habe ich ihn noch nie laufen sehen. Hat noch einer der anderen... Nein, sie sind tot, nicht wahr? Zumindest wird Daltons Mutter wieder gut schlafen können. Ich bezweifle, dass er in näherer Zukunft wieder auf Abenteuerreise gehen wird. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Wenigstens habt ihr den Dämonenritter gestoppt, obwohl es mich beunruhigt. Ich habe gehört, diese Ritter dienen mächtigen Wesen, die noch schrecklicher sind als sie selbst. Als ob so etwas überhaupt möglich wäre. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Claire konnte kaum glauben, dass wir den Dämonenritter besiegt haben, war aber umso mehr erleichtert, dass wenigstens einer... Ach, sind wir so schnell weg? Dass wenigstens einer überlebt hat. Und damit Dolax' Turm abgeschlossen. Ja. Wir haben ganz schön was gewonnen. Ups. Kann sie uns zurückbringen? Oder ist sie schon weg? Wie komme ich jetzt nach Hause? Ah ne, sie kann uns nach Hause bringen. Die Abwesenheit des Geistes ist hier nicht länger. Ihr habt das Unsterbliche getötet. Ein weiterer Eindringling, der sich bereichern wollte. Verschwunden, wie sie sein sollten. Ich wollte, der Kummer würde ebenso verschwinden. Er ist dickköpfig, mein Dolak. Dieser Ort wird mit der Zeit zu- und abnehmen. Bedauern wird nicht für immer bestehen. Ihr könnt gehen, wann ihr wollt. Ich werde euch fortschicken. Ihr habt recht, wir müssen hier wirklich nicht noch mehr Zeit verbringen. Schickt uns an die Oberfläche. So gut wie erledigt. Und das war Dolax' Turm. Das ist doch mal richtig cool. Alles geschafft. Alle Monster besiegt. Das Gute hat über das Böse gesiegt. Und wir haben sehr viele Schätze gewonnen. Denn ich verschwinde jetzt. Mein
Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So, warum bin ich an denen vorbeigegangen und Amon so gut wie findet ihn? So. Ich bin Level 7 und 8, sie ist Level 10. Jetzt bin ich mal gespannt, was die hier so für Level hatten. So. Willkommen! So, Mon ist jetzt auch wieder da, kommt hier hin, links eins nach oben und sie kriegt jetzt einen anderen, sie kriegt diesen Umhang, dann ist sie unerfindbar. So, ich habe minus 11, er hat minus 5, er hat minus 3. Okay, das ist schon mal ganz gut. Dann schauen wir mal, was Minsk alles so nutzen kann. Minsk, oder was können wir im Allgemeinen nutzen? Gesinnungsänderung, das brauchen wir nicht. Ich glaube, das ist Pumkanisch eventuell. Rotanschädel, Malma. Brennende Erde, vielleicht. Schlagstecken plus 3. Halskette. Bestimmte Geschosshalskette. Kampfstab plus 1. Glaube ich. Schlagstecken plus 3. Rand der Welt plus 3. Nehmen wir mal alles raus, was irgendwie von Nutzen sein könnte. Polzen. Nun gegen alle Arten der Panik und seine Moral wird angehoben. Schütz vor kritischen Treffern. Das kann ich einfach ganz allgemein nutzen. Schutz vor Blitzstrahlen. Oben brauche ich doch nicht. Langschild. Geschichte der Drow. So. Zwei Hände. Wahrscheinlich. Einfach nur praktische Verteidigung. Hofbein. Schutzwaffe gegen Gift, helle Bart. Was heißt? Streitaxt. Plus 2. Mal von oben durch. Der bösen Erzmagier. Fluchterring der geringen Monstrosität. Raschats Klaue. Plus 2. Schienenpanzer. Bitterer Schild plus 1. Es jetzt gleich 3 von diesen Dingern. Horn von ich weiß, entdecken. Kopf eines Lindwurms. Kaputte Waffe. Brauchen wir nicht. Panzerung bis zum Tod. Bestürzer. Schwert plus 1. Nachtschlag. Plus 1.
geschlagene Leben und Schienenpanzer plus 1. Und jetzt sind wir wieder am Anfang, glaube ich. Okay. Schauen wir mal. Was können wir alles anwenden? Also einmal müssen wir ein paar Dinge identifizieren unter Umständen. Kampfstab plus 1, ne? Ich bitte dich. Gerne. Wir machen So, der kennt die Dinge schon. Geschosshalskette habe ich doch gesagt. Genau. Macht einfach ein bisschen Schaden und das war's. So, er hat jetzt Spinnenfluch plus 2 und das ist Rand der Welt plus 3. Initiative Faktor, wo gucken wir auch? Zwei Hände. So, ETW 0 ist weniger und wow, okay, ein noch besseres Schwert. Aber das hier kann er behalten im Inventar, falls er mal falls er gegen Personen festhalten und Netz sich wappnen möchte. Immun gegen alle Arten der Panik der Moral. Das kann Khalid haben, weil Khalid so ein Schisser ist. Ja, Khalid, der hat oft Schiss. Geben wir ihm mal diesen Helm. Der Helm sieht schöner aus als der andere. Können Sie hier diesen Helm haben? So. Khalid sieht auch ganz schön cool aus dann mit dem Helm. So, das ist eigentlich für sie, weil es mehr Schaden macht. Okay. Ja, sie hat einfach nur Keule plus 1 und das ist aber Nachtschlag plus 1 und dann ist sie sogar noch besser, die Keule. Oder? Nein. Nachtschlag plus 1, ETB 0 minus 1, minus 2 bei Nacht. Okay, das ist ganz gut. Das ist nur plus 1. Okay, also ist Nachtschlag besser. Bei Nacht. Bei Nacht ist die Keule besser, das ist ziemlich cool. Dieses Schild würde mich nur verschlechtern. Er hat so oder so keine Schilder. Er wäre aber mit Schild wäre extrem gut, glaube ich. Ja, na, mit Schild ist er nur minus 7. So viel bringt es jetzt doch nicht. Aber Khalid. Ja, das ist genau dasselbe Schild. Also, Rüstungskasse minus 2. Ah, und hier minus 2, minus 3 gegen Geschosswaffen. Also der ist einfach besser, wenn ich eine Geschosswaffe habe. Damit sind die hier natürlich alle nicht so gut. Die sind alle schlecht. Das... Das würde mich verschlechtern, würde ihn verschlechtern, würde sie verschlechtern. Vulkanisch. Würde dasselbe. Das ist sehr interessant. Vulkanisch. Minus 4 gegen Klingen, minus 3 gegen Stichwaffen. Minus 1 gegen Schoss, gegen Stich, gegen Klingen. Okay, dann ist Ankeckpanzer noch ein bisschen besser gegen Geschosswaffen. Ich denke, ich habe lieber einen richtigen. So, Geschosswaffen, Stich, Klingen. Also insgesamt minus 1, minus 1, 5 und hier sind minus 4. Das 3, okay. Damit ist diese Rüstung bei allemal besser als die anderen Rüstungen, die sie hatten. So, das ist jetzt besser als Halorains Panzer. Das 3 gegen Klingen, okay. Dann kann sie den Ankick-Panzer haben. Aber wir haben hier noch einen Panzer. Oh,
Praktisch Verteidigung plus 3. Minus 3 gegen Klingenwerfer. Rüstungsklasse 0. Das ist praktisch... Wow. Okay. Das wird mein... So. Kickpanzer ist jetzt im Vergleich auch nicht mehr so gut. So, sind wir wenigstens gleich gut gepanzert alle. Also, minus 12. Also da greife ich mal einer an. Also das ist schwer, mich zu treffen. Streitkolben. Ich glaube, niemand hatte einen Streitkolben. Doch, er hat einen ins Streitkolben, aber er ist besser im Zweihänder. Streitkolben. Kampfstabkeule. Streitkolben. Sie könnte höchstens noch so einen Kampfstab benutzen. Zweihänder plus eins ist erbärmlich im Gegensatz zu dem, was Minsk jetzt an Waffen hat. Das Schlagstecken mit Hyenogos, Schlagstecken, Goldelfen, Stecken sind von dem magischen Leben erfüllt und springen den Gegner mit tödlicher Präzision entgegen, wenn sie geschwungen werden. Hin und wieder taucht jeder eine dieser Stecken in Verrun auf. Jeder Angriff, der mit den Stecken ausgeführt wird, verbraucht allerdings eine Ladung. Sobald die letzte Ladung aufgebraucht wird, wird der Stecken von seiner eigenen magischen Energie praktisch aufgefressen und dadurch vernichtet. Okay, wir wollen etwas, was langfristig gut ist, nicht nur einmal. So, dieser Stecken wäre schlechter für sie. Also ETW 0, Schaden würde sich alles reduzieren. Gut, aber es Kampfstab plus 1, ich dachte, wir hätten noch einen plus 3. Okay, dann Streitkolben. ETW 0 wäre schlechter. Wow. Okay, ich glaube, diese. Okay, das ist besser. Also ich glaube, diese Dinger, die kann er sich sparen. Ja, also die sind. So. Die kommen dahin. Also, was würde ich machen? Genau, also. Vergleichen wir nur Nahkampfwaffen miteinander. Okay, das wäre schlechter für ihn. Hat es noch unten bei 10% der Trefferbeziehung für eine Runde betäubt. Okay. Also eigentlich schlechter. Schlechter für alle. Kann das gar nicht benutzen. Das möchte ich behalten, einfach nur, weil es so gut ist gegen, weil es automatisch Feuerschaden macht. Ja, also wenn ich gegen Viecher kämpfe, die also entweder sich regenerieren oder sogar gegen Untote, ja, bekomme ich noch Schaden durch Feuer und das ist zum Beispiel gut gegen Trolle und so. Das kann er zum Beispiel nehmen. Hat er so ein flammendes Schwert. Krotanschädel Malma. Sein Streitkolben. Das ist ein. Ach, das ist eine Keule und das ist ein Streitkolben. Ist jetzt auch nicht so gut. Hat auch nichts Besonderes noch als Fähigkeiten. So, Raschats Klaue, ein Chromsäbel plus 2. Sie haben wir ja. Ne, sie haben wir trainiert, glaube ich, auf Chromsäbel. Ich dachte, sie kann. Kurzschwert und Kurzbogen. Kampfstil mit 2 Waffen. Was ist das? Ein Kurzschwert und das auch ein Kurzschwert. Ich dachte, sie könnte Krummsäge Wakizashi Ninjato benutzen. Zu schwach. Oh. Immer zu schwach, die gute.
Aha. 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 Ja, gut. Das ist auch Raschelsklaue. Eigentlich schade. Also wenn sie jetzt... Aber gut, dass wir sie nicht trainiert haben in diesen drei Dingern. Aber es ist jetzt trainiert den Kampf hier mit zwei Waffen. Können wir ihr gute Kurzschwerter geben, die sie dann in beiden Händen halten kann und gut Schaden austeilen kann. So, dann haben wir nur noch die Dinger hier. Rüstungsklasse 6, Rüstungsklasse 7, 8. So, das ist dann eventuell für mich als Magier. Das ist Klasse 7. Minus 5 hätte ich. Minus 6. Minus 4. Also weiter das Beste ist, sind diese Armschützer hier. Könnte ich die anziehen? Und dann hätte ich aber nicht mehr ETW Null Bonus und Schadensbonus. Aber ich wäre minus 6 ohne Rüstung. Ja. Also für den Zauber ist das enorm gut. 3, gleich, gleich. Sei denn, die ziehen die Dinger hier aus Spaß an. Schauen wir doch mal, wer am besten trifft. 5. 9. Der ist ja nicht so gut im Treffen. 5. 9. 9. 14. 11. Okay. Also da bin ich auch der beste Kandidat für solche Dinger, die die Treffer verbessern. Okay, damit machen wir uns dann auf den Weg. Vielleicht können wir das auch mal wieder. Das Schild. Eine Stunde, okay. Wenn das so lange gilt, dann können wir das auch nehmen. Schutz vor Bösen, Schutz vor Versteinerung. Eine Stunde, das da auch eine Stunde. Da ist 3 Runden plus 1 pro Stufe, 4 Runden plus 2 Stunden pro Stufe. Okay, die sind gut gewählt. Dann die, da machen wir lieber Hast draus, dann können wir mal öfter hasten. Die sind auch gut. Beziehungsweise wir wollen jetzt eigentlich lieber die... Nee. Nicht die Kugel, Fluchbrechen, Gefühl. Nee, war schon richtig. 3 Runden plus 1 Runde pro Stufe. 3 Runden plus 1 Stunde pro Stufe, okay. Da muss ich mich dann immer... Oh! Er kann... Also erstmal ich... Befehl, Mann... Leichte Wunden heilen, das brauchen wir eigentlich nicht. Mal lieber mehr Wunden heilen, das brauchen wir auch nicht. Stärkung. Wenn ich Stärkung mache, macht sie den Gesang. Wir haben beide Rindenhaut. Gift verlangsamen mache ich schon. Das ist ganz gut. Dann... benutze ich nicht so oft. Ist nicht meine wertvolle Zeit wert. Eine Phase. Eine Phase sind 10 Runden. Ja, das. So, Krankheit heilen. Schutz vor Feuer. Das mache ich nur noch einmal. So.
4, Nachbar, Viecher, Beschwörung. Für 3 Phasen. Nicht schlecht. Und wie ich gerade gesehen habe, hat er jetzt auch Zaubersprüche. Was kann er denn machen? Er macht leichte Wunden heilen. Dann haben wir jetzt 3 Heiler. Das ist doch mal cool. Ja, als er ist nämlich ein Waldläufer und als Waldläufer bekommt er ab Stufe 6 anscheinend seinen ersten Zauberspruch. Er ist reiner Krieger, die haben auch nichts. Sie hat dafür Fallen, was ich ziemlich cool finde. Und, dürfte nie so schwer sein. Er den nochmal kurz sprechen. Die armen Seelen, die sich hineinwagen, erwartet nur der Tod. Gebt euer Geld aus, solange ihr könnt. Denn wenn der morgen kommt, verblasst es heute. Von dem habe ich auch alles gekauft, was ich irgendwie kaufen kann. Nicht mehr viel. Und jetzt können wir nach Beragost gehen und schauen, ob wir den Typen jetzt bestehlen können. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Das ist das Ende von Durlaks Turm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, authenticgermanlearning.com und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Und